Also, diese Linie ist wirklich beeindruckend. Machen wir das mal weg. Gucken wir mal, wie viel 100% ersparte Autofahrten. 685 Einwohner transportiert. 100% ersparte Auto. Das ist natürlich toll. Da freut sich doch jeder Stadtplaner. So sieht das hier mit der weißen Linie aus. 59%, 471 Einwohner. Gut, da fahren nicht so viel mit. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass hier... Nee, das ist die falsche Richtung. Ich denke auch mal, das liegt daran, dass hier in dieses Gewerbegebiet nicht so viele rein wollen. Ja, der Bahnhof ist ja auch nicht so gerade brechend voll, kann man nicht sagen. Aber ich wollte halt hier keinen Sackbahnhof oder keinen Kopfbahnhof für die weiße Linie machen. Das würde nämlich den Betriebsablauf hier wahrscheinlich doch sehr stören. So. Was machen wir jetzt noch? Wir machen noch ein paar Wohngebiete. Wir haben jetzt 46.000 Einwohner. Wir können also hier wieder Wohngebiete definieren. Mit dem Pinsel diesmal. Und zwar hier in der Mitte. Richtung Autobahn hin. Machen wir Büros. Wir machen auch ein bisschen Gewerbe. Vielleicht hier am Bahnhof. Irgend so ein Einkaufsmarkt oder was muss ja auch mal sein. Und dann den Rest machen wir dann mit Büros hier am Rand. Und an diesem Rand eben die hohe Bebauung am Wasser. So. Ja, ja, wir kriegen das auch noch voll. Also, wir hatten ja vor Beginn der Aufnahme, waren wir ja nur bis... Wo waren wir? Bis hier, glaube ich, ne? Da, das war bis vor der Aufnahme. Das haben wir, genau, hier an der, ab der Ausfahrt hier angefangen und haben jetzt, ja, 46.000. Wir können also hier dann auch nochmal wieder ein bisschen erhöhten Wohnraum hinsetzen. Erhöhten Wohnraum hinsetzen. Dicht besiedeltes Wohngebiet hinsetzen. So. Genauso hier. So. Und dann gucken wir mal, wie ist das überhaupt mit unseren Parks? Ja. Nee, was habe ich jetzt geklickt? Das war jetzt die Rohstoffe, waren das. Achso, ich kann ja mal nach der Verschmutzung gucken. So, hier haben wir noch so ein kleines. Was ist eigentlich das hier? Eiswürfelfabrik, Freunde. Nein. Ich glaube, wir werden hier mal das... Das ist nicht definiert. Da machen wir nochmal Schweine draus. Aus der Eiswürfelfabrik. So, und dann haben wir hier unsere kleine Erinnerung an das große Industriegebiet. Nein, das nehmen wir jetzt doch weg. Denn das ist dann doch zu dreckig da. Wie sieht's hier aus mit unseren Dingern?
Das ist schon beendet. Das heißt, die können wir löschen. So, die Leute freuen sich natürlich. Ist klar, wie viel haben wir hier noch? Die ist nicht leer. Ja, wie viel ist denn da noch drin? 8%, hier haben wir noch 14% und da haben wir noch 43%. Gut, das muss noch alles entleert werden. Und dann werden wir das als Bürogebiet ausweisen und dann hätten wir praktisch die ganze Verschmutzung beseitigt aus der Stadt, mit der Ausnahme hier unserer Mülldeponieanlagen, unserer Müllverbrennungsanlagen. Aber das muss halt sein, das kriegen wir anders nicht hin. Und natürlich die Verschmutzung, die wir hier haben durch die Abwässer, das ist allerdings schon deutlich gemildert gegenüber dem da hinten. Und dass sich das nicht vermischt hier, ist eine Schande. Buch des Wissens. Völlig verschandelt durch Dreckswasser. Ja, aber was haben wir sonst noch? Wir wollen mal wieder Gewerbegebiete haben. Jetzt sind wir da natürlich echt, haben wir echt ein Problem. Wie sieht das hier aus? 75, nee. Das haben wir schon. 60.000 bis zur Metropole. Dann können wir einen Flughafen bauen. Das ist schön. Wo könnte der denn hin? In ein flaches Gebiet. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, hier, das sieht relativ eben aus, aber man weiß ja nie. Die KI sagt manchmal, das ist gar nicht eben. Oder auf die Seite hier, neben den Frachtbahnhof. Wie sieht das hier überhaupt aus? Mit Verkehr eigentlich ordentlich. Gut, kann man nicht meckern. Es wird gar nicht mehr so viel exportiert, dadurch, dass wir jetzt kein produzierendes Gewerbe mehr haben. Gibt es halt eigentlich nur noch diese Bauern- und Feld- und Waldwirtschaft. Das heißt, das richtige, die richtige Schwerindustrie, hier ist alles bebaut schon wieder mit Büros. Also die richtige Schwerindustrie und so weiter gibt es nicht mehr. So, was ist jetzt hier? Immer noch die Eiswürfelfabrik. Warum? Warum bist du noch nicht weg? Oder solche Büros ansiedeln? Machen wir hier nochmal Büros hin. Damit auch der letzte Verschmutzungsdreck da weggeht. So. Ach ja, und dann haben wir ja hier unsere falsche Stadt, die falschen Straßen genommen. Hatte ich gesehen. Oder? Ja, hier, genau. Das heißt, da werden wir dann anstatt diese, nämlich die nehmen. Und werden das alles schön mal umwidmen hier. Warum haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht. So, alles ist umgewidmet. Wir können es wieder hinsetzen und parken. Aber vielleicht sollten wir abschnittsweise vielleicht dann doch. Machen wir das mal abschnittsweise so. Moment, da parken wir doch dann, oder? Wie ist das? Nee, da wird nicht geparkt. Aber kann man abschnittsweise so zulassen, dass man so ein bisschen grün hat und dann entsteht da nämlich auch ein Fußgängerüberweg in der Mitte. Das habe ich ja letztes Mal gelernt, dass man hier dann Fußgängerüberwege bekommt, wenn man die Straßenart ändert. Und dann hat man plötzlich Fußgänger. Da gibt es nämlich auch den Mod hier, Traffic Manager. Den habe ich ja auch. Da kann man Add Remove Crosswalk machen. Aber das ist natürlich hier viel eleganter, wenn man dann
das Ganze sozusagen mit Bordmitteln. Gut, man hat dann mal weniger Parkplätze, aber machen wir das halt mal so ein bisschen hier abwechselnd und dann, da hätten wir es jetzt nicht gebraucht wegen dem, aber hier machen wir das nochmal durch die Straße und dann haben wir auch in der Mitte dann Überwege und dann könnte man nämlich auch hier Fußwege durchbauen. Ja, machen wir das doch mal. Einfach mal hier noch so Fußwege durch. Und das wäre dann das Ende der heutigen Aufnahme, sage ich mal. Also machen wir mal hier. Wo sind sie? Da sind die Fußwege. Einfach mal Fußwege auf 0 Meter. Gerade durch. Auch hier. Da ist die Feuerwehr. Da geht das nicht. Hier können wir dann noch auch einen Fußweg später mal generieren. So. So, dann machen wir das mal hier ein bisschen fußgängerfreundlicher noch. Da müssen die nicht immer da lang laufen, wo auch die Autos fahren, sondern können auch so zwischendurch mal Abkürzungen nehmen. Und wenn wir dann hier die Fußgängerwege an den Stellen haben, dann freuen sie sich, hoffe ich doch zumindest. Hier außen fehlen da noch die Überwege. Aber da will ja eh keiner hin. So, damit haben wir hier das Fußgängerparadies dann. Wie viel haben wir noch? Ah, wir sind gleich durch. Hier nochmal. Und hier nochmal. Und hier nochmal. Ach, da sind wir schon durch. Genau. Dann haben wir noch so ein paar Straßen. Die wir updaten wollten. Nämlich hier zum Beispiel. Und hier. Und hier. Und hier. Hier haben wir nicht vergessen. Hier haben wir noch einen Weg vergessen hier durch. So, das ist das. So, haben wir denn alles? Ja, sonst ist ja alles definiert. Das heißt, es wird dann auch wieder bebaut werden, was da mal jetzt hier weggerissen ist. Das ist kein Problem, da kommen wieder neue Häuser hin.
Ja, inzwischen ist alles wunderbar. Wir haben 1,3 Millionen Einwohner. Wir haben staumäßig ist auch alles soweit klar. Verkehrsmäßig, sagen wir mal. Klasse. So, was ist hier? Das ist inzwischen fertig. Das können wir wegreißen. Das können wir wegreißen. Wie viel ist hier noch drin? Gebäude leert sich. Das reißen wir beim nächsten Mal weg. Wenn es dann wieder heißt, Oberspiel City Skylines, für heute war es das in der heutigen Aufnahme und mit diesem herrlichen Sonnenuntergang da hinten über dem Autobahnkreuz verabschiede ich mich heute. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, tschüss und bye-bye, euer Norbert. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Tschüss. So, abspeichern noch, nicht vergessen. Rummelsberg.